dich an, du Penner! Komm hier raus! Jetzt weiß ich auch, warum du so spät bist. Hui, Moinsen. Oh, ich habe hier die Hände voll gepackt. Sonntag, 7. Januar. Guck mal, wer da ist. Moin Jens! Schattig hier in Deutschland, ne? Ja, wir haben Schnee gekriegt. Erstaunlicherweise Schnee gekriegt. Wir wollen jetzt hier den Sattel absatteln und dann hier ein Plakat anbauen mit Kabelbinders. Ich habe auch zur Sicherheit noch einen neuen Verbandkasten mitgenommen. Ich weiß nämlich nicht, wir müssen den gleich mal nachgucken. Ob wir den brauchen. Ich glaube, der ist neu, aber ich war mir jetzt nicht sicher. Da schauen wir gleich mal. Aber er ist ja wie eine 1 angesprungen, ne? Ja. Ja, steht schon so lange jetzt. Sehr schön. Wollen wir eben an der Werkstatt fahren, falls was fehlt? Ich weiß nicht, ob das mit den Kabelbindern geht. Wir fahren mal los. Ich habe hier eine Kamera in der Hand. Du kannst doch mal eben gucken, ob der Sound von der Hupe taucht. Ist okay. Ja, sieht gut aus. Mensch, der war auch länger nicht mehr nackig hier, der LKW. Spielkalb. Kannst du das, bist du entgegennehmend? So, ist er. Oh. Hast du was? Ja. So. Okay. Sehr schön. Ja, dann guck mal hier. Das ist doch piekfein. Wenn es hält, wir werden sehen. Mir gefällt's. Die Klappe ist noch offen. Warndreieck ist hier drin. Also, da sind wir safe. Machen wir eben Lala aus. Jetzt kriegen wir Ärger mit der GEMA. So. Ja, kann losgehen morgen früh. Dann wollen wir mal parken, wa? Irgendwo unter das Dach. Oh, herrlich. Oh, hier schön warm. Ja. Kann man aushalten. So, wir haben jetzt, ihr habt uns ja über Vorweihnachten so viel zu naschen geschickt. Und da haben wir uns jetzt mal einen Großteil mal einfach hier in den Korb geschmissen. Getränke hast du im Kühlschrank, oder? Ja. Kühlschrank. Komm hier nicht weg. Kommst hier nicht weg. Fahr doch vorwärts. Ich kann auch da rumfahren, ne? Nee, da haben die Kinder einen Schneeberg gemacht. Ah. Jo. So, Fahrzeugpapiere sind im Auto. Jawohl. Führerschein mitnehmen. Jawohl. Perso. Ich habe meins auch schon zusammengesammelt. Jo. Sehr schön, dann trinken wir gleich mal einen Kaffee, wa? Ja, gerne. So machen wir das. Wer will fleißige Handwerker sehen? Jens arbeitet in der FEWO. Ja. Schicke Fußleiste, Leute. Fußleiste, boah. Piekfein hier, ja. Na, komm schon. Hui, Moinsen. Montag, 8.1. 8.1. Januar 2024. Wir wollen ein paar Transportarbeiten erledigen. Da steht schon ein
New Holland. Wartet. Ein, zwei kommen noch. Da hinten startet mein Ältester den 718. Hat gestern noch einen Frontlader abgebaut und ein Schild angebaut. Der ist auch so wütend, dass er ein Schild dabei hat. Und ich warte hier auf Jens. Ich wollte den LKW schon mal eben warm laufen lassen. Jens hat den Schlüssel in der Hose. Muss eben warten. Ja, und dann fahren wir gleich los. Viertel nach fünf soll es losgehen. Jetzt ist es. Was ist denn jetzt? Fünf? Kurz nach fünf? 5:05 Uhr. Haben wir es. Ich habe mal schön Kaffee gemacht in meinen Pfandbecher. Der taucht wirklich. Vielen Dank nochmal. Und dann wollen wir gleich mal erstmal Richtung Schesel fahren. Das wäre der Plan. Moin Jens. Morgen. So früh. Jetzt war, ja. Anders kommt man nicht zur Arbeit. Jetzt weiß ich auch, warum du so spät bist. Ja. Ich bin schon vor einer Stunde losgefahren. Was ist hier mit Licht, sag mal? Ah. Warte, ich. Scheiße, ich halte dir die Tür auf. Ah. Kommst du da durch? Alle? Das liegt jetzt nur am Licht, ne? Aber wir haben hier Stau auf Rüpershof. Wir kommen hier nicht weg. Was ist denn hier los? Scheinwerfer hast du. Muss man aufklicken. Jetzt hat er es gemerkt. Jo, Mensch. Oh, Tanke rauf, ne? Wahrscheinlich ist das Tor noch zu da. Nee, Licht ist im Büro an. Ich muss uns alle auch noch irgendwie wieder wegsortieren. Das ist, jetzt ist hier Maschinen-Tetris für richtig große. Fahren noch drauf. Wenn das Tor offen ist, ist der Platz genug. Ich weiß nicht, ob das offen ist. Das sehen wir ja gleich. Aber ich denke schon, ja, siehst du, er winkt schon. Kannst du rauffahren. Fahr doch da auf den Hof und drehst da um oder so. Aber hier steht Röhrs nämlich auch mit den Autos. Ja, oder dahin, ja. So, an dieser Stelle, bevor wir es vergessen, ganz dickes Dankeschön an die Firma Heidesand für Kaffee, belegte Brötchen und Parkplatz. Ja. Es fühlt sich. Ja, ja auch genau. Ja. Ja.
lecker Kaffee, belegte Brötchen, alles da. Vom Feinsten. Oh, mal gucken, hier hinten stehen auch noch welche, ne? Das soll wohl jetzt auch jeden Moment losgehen. Mal hier im Kreis fahren. Der muss da arbeiten, der riecht sich schon auf. Ich glaube, der gehört nicht dazu. So kommen wir ja nie an, ne? Nee. Mann, was ist denn los hier? Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Ich hab Angst, Kind. Zeig mich an, du Penner. Komm hier raus.
Wie hast du mich genannt? Penner! Alles klar. Danke. Was bist du denn? Nee, ist gut. Das kann nicht angehen. Ihr kriegt Ärger. Ja. Ich wiederhole das. Bauern gelten weltweit für die Dämlichsten. Aber das, was ihr macht, das ist das Schlimmste. Piekfeine Toilette haben sie da beim Bäcker. Ja. Sehr schön. Oh, der Verkehr rollt. So, kurze Pause bei Heidesand, mal eben kurz nach einer Toilette fragen, ne? Machen wir so, oder? So machen wir das. Ja, mal einen Kaffee wegbringen und vielleicht auch noch Kaffee mitnehmen, wenn es so einen gibt. Schauen wir mal. Ah, hier kommen gerade welche von der Pause. Schichtwechsel in der Pause. Siehst du, der Viehtransporter ist auch gerade wieder hier angekommen. Oh, wir stehen hier schon eine geraume Zeit und Schnacki streamt. Da können wir mal gucken, ne, wa? Jetzt haben wir einen kleinen Zwischenstopp gemacht und mach mal an. Oh. Mein Weihnachtsgeschenk. Ja, Jens hat endlich neue Wischblätter. So, weiter geht's jetzt hier. Also, wir sind jetzt noch mal auf dem Weg Richtung Rotenburg und da mal reingucken. Schesel wird jetzt wahrscheinlich zwischen 14 und 15 Uhr aufgelöst, damit die Leute dann auch alle in Feierabend können. Nicht zu sehr die Nerven überstrapazieren. Und wir, wie gesagt, gucken noch einmal in Rotenburg, was da so los ist. Ne? Ja. Mal schauen. Vor uns sind noch ein paar Schlepper, hinter uns sind noch ein paar. Und dann wollen wir mal sehen, ob in Rotenburg noch welche unterwegs sind. So, hier im Kreisel ist gar niemand mehr gewesen. Jetzt ist wieder jemand hier. So, 1, 2, 3, 4, 5 Schlepper vor uns, 2 hinter uns aktuell. Dann fahren wir mal kurz überlegen, welche Abfahrt wir nehmen wollen, so 3 Runden lang oder so. Schau, jetzt muss er rüber. Ja, hier ist er frei. Hui. Moinsen, Dienstag, 9. Januar. LKW suchen. Ja, schön, morgen. Moin. Ja. Ich gehe ihm auf die andere Seite, ne? Nee, danke. Na, Blitz birnt das? Ja. Sehr schön. Läuft. Moin. Moin. Moin, Thomas Hupe. Also wir haben heute einen anderen Plan als gestern. Heute fangen wir mal Rotenburg an, oder? Ja, richtig. Ja, mal gucken, was so in Rotenburg los ist. Guck mal, hier ist die Ampel schon mal ausgefallen. Ach, Schieselrot, Rotenburg-Rot. So, liebe Grüße an Maschinenring, die haben gerade Kaffee ausgegeben hier
auf der Verkehrsinsel mit der Feuertonne. Und jetzt geht's weiter. Da ist unsere Miete. Sieht gut aus. Mal abgesehen vom Eis. Minus 10 Grad waren das heute Morgen, ne? Ja, minus 10. Gewaltig. Da schrubbelt nix, da rabbelt nix. Herrlich. Ein Träumchen. Noch eine Miete. Guck an. Ab dafür. Da ist der Jens. Hier bin der ich. Und hui, habe ich noch gar nicht gesagt. Heute ist Mittwoch, der 10. Heute Vormittag sind wir aus der Gruppe nicht losgefahren. Dafür aber jetzt. Jetzt ist 15:35 Uhr. Machen heute aber keine Schleichfahrten, sondern fahren zu uns aufs Feld. Dort haben wir mal ein Feuer angemeldet. Ich bin gespannt, wie viele kommen. Es gibt Kaffee, Ina hat Butterkuchen gebacken, Schinkenbüdel hat Ina gebacken und die anderen bringen Bratwurst mit. Und oh, ich glaube, das wird ganz nett. Allerdings natürlich auch sehr, sehr kalt. Aber es hilft ja nichts. Da. Lass mal einen ganz kurz laufen. Die Polizei ist auch schon da. Schauen wir mal, Holz ist auch da. Läuft. So, moin Matze! Moin!
Läuft? Muss. Sehr schön. So. Oder so was haben wir es, glaube ich. Ja, 7:15. Wird jetzt langsam weniger hier. Ich denke mal, dass wir 8 dann auch durch sind.
Aber war schön. Vor allem auch schön warm am Feuer, sonst hätte das hier nicht ausgehalten. Sehr angenehm. Jens ist gerade los mit dem 818, wie ich sehe. Der 718 steht hier noch. Den nehmen wir dann gleich mit. Und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht, ne? Kurz nach 8. Feierabend. So, jetzt müsste der Trecker auch warm sein. Die Halle aufzumachen. Ich stelle neben davor. Oh, heute mit drei Treckern da, ne? Verdammt, auch noch mit dem 716, der steht auch wieder hier. So, dann. Gut. Hui, Moinsen, Donnerstag, 11. Januar. Moin Jens. Moin. Es ist ein bisschen gemogelt, weil das ist eigentlich Jens' Kamera, aber meine Kamera kopiert die Dateien schon gerade auf dem Computer. Ist egal. Wir sind ja ehrliche heute, ne? Ja. Dann sag mal sowas auch. Mal wir wollen eigentlich nur noch eben Tschüss sagen. Ich zeige euch ganz kurz, was Jens da gestern gebaut hat und ich war bei den Bums bei, aber das wieder wie immer auf dem Zweitkanal irgendwann demnächst, ich weiß noch nicht wann, mal gucken, da zu sehen und als Erklärung. was wollte ich noch sagen? Achso, Feuer gestern. Ja. Habt ihr, ihr jetzt gerade ja gesehen, das war ganz nice. Ja, ne? Das war echt gut. Hat uns auch sehr gefreut, dass da auch viele Nicht-Landwirte gekommen sind zum Quatschen. Wir haben ja quasi auch zum Dialog aufgerufen, also gesagt, genau. Mensch, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne da vorbei. Ja. Und waren noch ein paar da? Ja, doch. Also es war wirklich voll. Ja. Also dafür, dass das nur ganz spontan organisiert war. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an Joachim, danke fürs Anmelden und mitorganisieren. War echt gut. Das war echt gut. Hat Spaß gemacht. Ja. Die Feuerstelle, die, es könnte sein, dass wir die noch öfter mal brauchen. Ne? Müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir das noch ein, zwei Mal wieder anmelden. Ja. Es war übrigens alles angemeldet. Mit der Polizei abgesprochen, Polizei war auch da, also es war alles schicki. War auch nicht anders zu erwarten. Bauern können sich benehmen. Im Vergleich zu anderen Demonstranten ist das sehr angenehm, auch für die Polizei, würde ich mal behaupten. Ja. Egal, long story short, dieses Video ist zu Ende. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann hier Däumchen, ne? Ja. Abo? Abo auch. Abo auch. Und die Glocke nicht vergessen. Ich habe lange keine Abos dazu gekriegt. Also könnt ihr ruhig mal raufhauen. Könnt ihr ruhig mal machen. Ne? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ne? Genau. So machen wir das. Ja. Und wir machen heute hier weiter. Und dann wollen wir mal gucken, was in nächster Zeit hier noch so geplant ist. Ja. Wir uns dann wieder anschließen. Ja. Spätestens Montag Berlin. Ja. Genau. Da geht's. Also, bis zum nächsten Mal reinhauen. Wüssing! Jetzt erstmal Frühstückskaffee. Ne? Das ist ja noch vor der Arbeit. Prost. Ja, so. Prost.